Ja, eine sehr bewegende Geschichte vom alten Walter. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Aber jetzt reden wir erstmal mit dem Koch. Raus aus meiner Küche! Ich hab schon genug Probleme, auch ohne dass ich Leuten wie euch hinterher putzen muss. An wen erinnert mich das jetzt? Ach ja, ach ja. Aber wir beklauen ihn jetzt erstmal. Stört den anscheinend überhaupt nicht. Können wir denn mit noch sonst irgendjemandem reden? Wir können jetzt zum Beispiel nach oben gehen, nach dem Mühlwarft. Wollen wir natürlich nicht. Oder wir könnten nach unten gehen. Mal kurz auf die Karte schauen. Das mache ich mal. Wir gehen mal in den Keller. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Interessantes. Ah, was ist denn hier? Eine Falltür. Huch. Eine Bande von Dieben und Banditen, das ist alles, was davon noch übrig geblieben ist. Nun, keiner will mir das Schwarz anlegen. Nur diejenigen, die dem Henker entkommen sind. Und selbst von denen kommen. Passwort, please. Vielleicht ein erlesenes Tröpfchen aus unseren Weinkellern? Versuchen wir es mal mit einer List. Warum nicht? Lass uns zusammen ein paar Becher leeren. Netter Versuch, du Scheißkerl! Okay. Die Nachtwache in einer einzigen Nacht erledigt werden. Ich will frischen Fisch, aber deiner ist vergammelt. Ach ja? Nun, warum kaufst du ihn da nicht woanders, mein Freund? Du hast doch keine Ahnung, wie das ist. Schönen guten Tag. Wie geht es euch denn? Ich bin hier, um euch zu bestehlen. Ach. Allzu schwer sein, wieder fündig zu werden. Ich werde später. Der hat anscheinend Kohle verloren. Was für ein Dummkopf. Eines Tages hau ich ab aus diesem Drecksloch. Gerüche können wir leider nicht aufnehmen. Wer bist du? Keiner, mit dem wir reden können. Hier geht es noch weiter runter. Nichts abschlagen. Wenn er getrunken hat, dann schlägt er mich. Dieser Bastard! Ja, wieder mal viele Leidensgeschichten, die man hier hört. Besuchern hier gut an. Ach, er hat gespeichert. Warum das? Ach, hier ist sie doch, die Jenna, die wir gesucht haben. Hallo. Da bist du ja endlich, junge Dame. Ist sie das? Ja, kein Zweifel. Die Spur führt direkt zu ihr. Wer seid ihr? Ich bin Mors Westford, ein Grenzer der Nachtwache. Die Hand des Königs hat uns nach dir ausgeschickt. Die Nachtwache? Als ich das letzte Mal auf einen von euch traf, versuchte er mich zu bestehlen. Ach, herrje. Mann, oh Mann. Welch Zufall. Du bist das Mädchen, das dieser feige Deserteur bestehlen wollte. Er war nicht mehr unser Bruder. Er war ein Verräter unseres Ordens. Und es war mein Hund, der dich in den Wäldern vor ihm gerettet hat. Ich dachte mir, dass ich dieses Tier schon einmal gesehen habe. Genug. Sir Mors, ihr könnt jetzt gehen. Ihr habt eure Mission erfüllt und die Krone wird euch dafür danken. Ihr seid kein Mitglied der Nachtwache? Richtig. Das ist Sir Godric Dornhall, der Bote von Lord Arryn. Er ist für deinen Schutz verantwortlich. Komm mit mir, Jenna. Ich bin hier, um dich an einen sicheren Ort zu bringen. Einen sicheren Ort?
Ich kenne Ser Dornhall. Ihr seht überhaupt nicht aus wie er. Hör mit den Spielchen auf, kleines Mädchen. Fahr zur Hölle, du Betrüger. Ruhe. Was meint sie denn mit Betrüger? Du sagst, du kennst Ser Dornhall. Wo und wann hast du ihn zuletzt getroffen? In Königsmund, kurz bevor ich die Stadt verließ. Wegen ihm muss ich hier oben frieren. Deshalb, ja, ich erinnere mich an sein Gesicht. Sei doch vernünftig, Jenna. Der letzte Wunsch unseres Lords war es, dich an einen sicheren Ort zu bringen. Und genau das habe ich vor. Lügner! Irgendetwas stinkt hier. Wir kehren zur Schwarzen Festung zurück und überlegen, was zu tun ist. Das geht nicht, Ser Westford. Habt ihr vor, dem letzten Wunsch meines Lords zuwiderzuhandeln? Ich kenne meine Pflichten. Diese Situation würde dem Lord-Kommandanten nicht gefallen. Und mir gefällt sie ebenso wenig. Mormont wird entscheiden. Damit ist die Sache erledigt. Vielen Dank, Milord. Ich verstehe nicht, warum ihr so dickköpfig seid, Ser Westford. Ich bitte euch ein letztes Mal, mich mit dem Mädchen gehen zu lassen. Kehrt zur Mauer zurück und berichtet, dass eure Mission erfolgreich war. Meine Mission war es, diese Frau in Sicherheit zu bringen. Und das werde ich. Ihr könnt euren Fall dem Lord-Kommandanten vortragen. Nun gut, ich hatte gehofft, es würde nicht dazu kommen, aber ihr lasst mir keine Wahl. Ich erlaube niemandem, sich mir in den Weg zu stellen. Dann werden wir leider nie herausfinden, wer dieser obskure Kerl denn wirklich ist. Leibwechsler machen wir ihn mal bewegungsunfähig. So, und geben ihm mal einen dicken Kopfstoß. Und ein Grollen der Tiefe. Und jetzt werden wir ihn vernichten. Also wenn wir wieder... Durchstechen wäre auch noch was Nices, aber wir haben momentan keine Energie. Und darum werden wir noch kurz auffrischen. Und der blutet, der Sack. Tod von oben werden wir auch mal gleich machen. Und wir schlürfen mal eine Fiole. Nicht, dass wir noch gegen so einen Arsch abkacken. Und das steht doch wohl nicht mehr aus der Frage, dass er ein Betrüger ist. Warum sollte er sonst gegen uns kämpfen wollen? Mach ihn nochmal bewegungsunfähig und wir schlürfen ihn gleich nochmal. So, ach, er hat... Nö. Was? Ihr seid stärker, als ich gedacht hätte, Ser Westford. Aber ihr habt nicht das letzte Mal von mir gehört. Blutsucher, hierher! Tötet die Krähe! Bringt mir diese Frau, tot oder lebendig! Ich überlasse euch nun meinen Männern. Ihr könnt euch ruhig wehren, aber nichts wird mich daran hindern, diese Frau in die Hände zu bekommen. Nicht, solange ich lebe. So sei es. Mann, wir hätten jetzt im Gespräch so was von umlatzen können. Aber leider... Konnten wir das nicht tun, die werden wir vernichten, verdammt. Und noch ein Groll in der Tiefe, bitteschön. Und wieder vernichten. Und daneben hauen. Ach, also der heilt sich immer, der Sack. So, ein letzter Schlag. Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Ah, jetzt. Mann, wo kommst du denn jetzt her?
Ja. Das ist unschön. Ich frage mich, wie viele denn da noch kommen werden. Kurzes Fionenschlürfen. Mensch, Hund. Warum greift der Hund denn nicht mehr den hier an? Niederschlagen. Tod von oben. So müsste man den eigentlich knacken können. Okay, dann werden wir mal kurz. Was? Ach, ich war mal kurz müde. So, nochmal vernichten. Der müsste eigentlich down sein, jawohl. Vielen Dank, Milord. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre ich nicht mehr am Leben. Folge mir. Verschwinden wir aus diesem Misthaufen, bevor wir hier nicht mehr rauskommen. Dieser Betrüger glaubt, er kann sich verstecken, aber ich werde ihn zur Strecke bringen. So, und wir haben Stufe 4 erreicht. Sehr schön. Und dann werden wir mal gleich skillen. Und zwar werden wir denn den Anblick... Und somit haben wir denn unsere Charakterzüge, die Blutphobie, obwohl Schaden minus 15% noch nicht ganz. Aber wir nähern uns. Gut, wir machen dann halt den Blutdurst und machen erstmal Dickköpfigkeit. Kraftpaket wäre natürlich auch sehr nice. Aber wir machen doch den Blutdurst. Und danach den Schlechter. So, und die Leibwechslerfähigkeiten. Wildheit wecken. Schild schnappen oder Zähheit. Dann machen wir mal lieber die Wildheit wecken. Für euch, euer Gruppenmitglied und eure Verbündeten Energiegeneration nun plus 3% für 9 Sekunden. Und dann können wir hier noch ein bisschen extra skillen. Und natürlich die schwere Rüstung, so. So soll es gewesen sein. Dann plündern wir die beiden, die drei Idioten hier noch. Und jetzt, wo ist sie? Ach, hier ist sie denn. Mit Irene können wir jetzt nicht nochmal. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Und wir speichern jetzt noch gemeinsam schnell ab. Den ersten Spielstand. Speichern. Bestätigen. Und damit sage ich Tschüss und bis zur nächsten Aufnahme.